Heute geht es um den deutschen Barock und seinen wichtigsten Komponisten, Johann Sebastian Bach. Aber Vorsicht, Barock ist nicht mit Rock oder Rock'n'Roll zu verwechseln. Barock ist eine geschichtliche Epoche, also ein geschichtlicher Zeitraum, der vor mehr als 400 Jahren begonnen und vor 250 Jahren zu Ende gegangen ist. So musst du dir die Barockzeit vorstellen. Barockzeit, es gab keinen Strom, kein Gas, keine Autos, keine Flugzeuge, keine Handys, keine Computer und noch schlimmer, kein fließendes Wasser. Oh no. Johann Sebastian Bach wurde im Jahr 1685, also vor 335 Jahren, als jüngstes von 8 Kindern geboren. Wow! Die Bachs waren eine sehr musikalische Familie. Schon der Urgroßvater spielte ein Instrument. Der kleine Johann bekam Orgel- und Geigenunterricht bei seinem Onkel. Als er 9 Jahre alt war, starb seine Mutter und gleich ein Jahr später starb sein Vater. In dieser Zeit gab es keine Medikamente und keine öffentliche Gesundheitsversorgung. Die Menschen starben an einfachen Krankheiten wie Grippe oder Entzündungen nach Verletzungen. Nachdem beide Eltern gestorben waren, zog Johann mit 2 seiner Brüder in eine andere Stadt. Johann ging dort in die Schule und war ein sehr guter Schüler. Sein um 13 Jahre älterer Bruder kümmerte sich um die musikalische Ausbildung. Die Schule war damals nicht gratis und die meisten Menschen konnten sich das nicht leisten. Es gab aber reiche Leute, die Geld zahlten, damit arme Kinder in die Schule gehen konnten. Das nennt man Stipendium. Stipendien gibt es heute noch. Bach ging in die Schule, bis er 18 Jahre alt war, und dann fing er an, Arbeit zu suchen. Es war natürlich schwierig für einen jungen Musiker, einen gut bezahlten Job zu finden. Er nutzte die Zeit, um sich weiterzubilden und fuhr in verschiedene Städte, wo er andere berühmte Musiker kennenlernte und ihnen zuhören konnte. Mit 22 Jahren bekam er endlich eine Stelle als Organist, also Orgelspieler, in einer Kirche in Mühlhausen. Sein Gehalt war sehr gut und deswegen war es möglich zu heiraten und eine Familie zu gründen. Er heiratete Maria Barbara und sie bekamen 7 Kinder. 2 davon, nämlich Zwillinge, sind leider gleich nach der Geburt gestorben. Damals war auch die Kindersterblichkeit in Europa noch sehr hoch. Mit 23 bekam Bach die Möglichkeit, in der größeren Stadt Weimar als Hoforganist zu arbeiten und zog mit seiner Familie auch gleich dorthin. Sein Gehalt verdoppelte sich und sie konnten gut leben. In dieser ganzen Zeit komponierte Bach Musik ausschließlich für die Kirche, denn das war sein Job und dafür bekam er Geld. Damals konnte ein Musiker nicht selbstständig überleben. Musik wurde nicht verkauft. Es gab keine Platten, keine CDs, Streamingdienste, nicht einmal große öffentliche Konzerte, die jeder besuchen konnte und durfte. Mit 29 Jahren ist er Konzertmeister geworden und bekam noch mehr Geld. Der Konzertmeister ist der erste unter den Musikern nach dem Dirigenten. Für Bach war auch die Ausbildung seiner Kinder sehr wichtig. Zur damaligen Zeit gingen aber nur Burschen in die Schule, Mädchen blieben zu Hause. Alle Söhne Bachs sind nicht nur in die Schule, sondern auch auf die Universität gegangen. In Weimar hat Bach einen Fehler gemacht. Oh no. Bevor er noch um Auflösung des Vertrages gebeten hat, hat er sich für eine Stelle in einer anderen Stadt beworben. Die Folge war, dass er verhaftet wurde und dann in Ungnade entlassen wurde. Ups.